Wie grün würden Sie sagen, sind Sie auf einer Skala von 1 bis 3? Eigentlich sehr wenig. Heißt 1? Na, 1 ist schlecht. Und 6 ist gut, ne? Ja, auf einer Skala von 1 bis 3 ist 6 natürlich erstmal gar nicht vorhanden, ne? Ja. Der Söder, ey. Zweimal hat er mir das Mikro schon weggenommen. Aber heute. Heute bin ich schon. War das 2014 schon das erste Bekenntnis zu Grün? Kann das sein? Das ist das mit Abstand beste Plakat von mir. Sagen Sie einfach Ja zu Grün. Also da hätten Sie mehr Aufstiegschancen als unter Seehofer. Nee. Der schiebt Sie nach Berlin ab. Ins Ausland schiebt er Sie ab. Also er schiebt demnächst mal jemanden ab, aber... So schnell gehen leider Abschiebungen in Deutschland nicht. Nee. Leider nicht. Nee. Sonst noch was Cleveres an Frage? Nö. Okay. Wollen Sie mir nicht doch noch das Mikro wegnehmen? Ich habe den Gag jetzt extra vorbereitet. Mit ja, ich wusste, dass Sie sich darauf vorbereiten, aber zweimal, wie gesagt, zweimal denselben Gag, das ist ARD, aber nicht ZDF. Das ist eine Scheißpartei, auf gut Deutsch, Scheißpartei. Ich finde die CSU scheiße. Eine Scheißpartei, das ist so? Richtig. Schauen Sie, wann ich bei der nicht drin bin. Ja, aber Sie finden also, die Partei scheiße und sind Mitglied ja, seit 86. Ich bin ausgetreten. In Bayern ist man ein bisschen langsamer, aber jetzt könnte man mal so langsam... Ich bin hier ausgetreten, ne? Das heißt, Sie haben nur 30 Jahre gebraucht, um festzustellen, dass das eine Scheißpartei ist. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Also. Stichwort Barmherzigkeit und Obergrenze. Wofür steht das C in CSU? Champagner... Kaviar, Chaiselon, Crème Brûlée, Check 24. Ich sage Christi. Ja, aber Christi ist das ja nicht mehr. Sozial, natürlich. Oder? Jesus hat ja auch nicht gesagt, diese Woche mache ich nur 2 Hüftkranke und dann ist Obergrenze. Sie können das nicht vergleichen. Ganz andere Situation. Warum? Ich kenne ihn seit 85er, ja? Wie ich eingetreten bin. Er kennt mich und so weiter, aber von weit macht er nur weniger. Soll ich dem was ausrichten von ihm? Ah, den kann man vergessen. Soll ich Ihnen was sagen? Ja. Schönen Gruß von Lump. Ja. Vom Lump. Ist das Ihr wirklicher Name oder Ihr Spitzname Lump? Nein, das ist mein, ja. Ich soll Sie vom Lump grüßen. Vom Lump. Ich soll Sie von Lump grüßen. Der war 30 Jahre lang Ihr Freund in der Partei. Lump. 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 Er ist jetzt aber ausgetreten und ziemlich sauer. Können Sie sich nicht mehr erinnern? Lump? Nee, kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Der macht jetzt wahrscheinlich jetzt ziemlich Krawall, wenn Sie sich an den nicht erinnern können. Natürlich schlecht mit der inneren Sicherheit in Deutschland. Was halten Sie denn von der Jamaika-Koalition? Nichts. Absolut nichts. Aber wenn die Grünen dabei wären, dann wären Sie nicht mehr die Partei mit den dümmsten Vorschlägen. Das glaube ich nicht. Aber ist es nicht besser für unsere Sicherheit, wenn die Grünen in der Regierung sitzen, dass sie die ganze Zeit sie auch beobachten können? Ich glaube, das ist sicherlich nicht der richtige Maßstab. Es gibt da auch viele Grünen, mit denen man vernünftig reden kann. Aber besser ist schon, wenn die CSU allein die Regierung bildet. Ja, die CSU ist doch irgendwie paarungsbereit. Und diese frohe Botschaft, die verkünde ich jetzt den beiden, die auch heute zufällig in Nürnberg sind. Frau Roth, Herr Hofreiter, ich komme mit froher Kunde. Was? Die CSU ist bereit. Wofür? Für Jamaika. Naja, wir wollen halt echte Politik machen, während die CSU halt meistens damit zufrieden ist, wenn sie ein bisschen rumschreien kann und irgendwelche Posten hat, also in so Dienstwägen in der Geschichte rumfahren kann. Scheiße, schon wieder GroKo. Tja, schade SPD, schade Deutschland und damit zurück ins Studio. Oh Mann, schon wieder GroKo. Lutz van der Horst.